Sie ist die meistverkaufte und wohl bekannteste Tischleuchte der Welt, die Tolomeo. Meist in aller Optik steht die Leuchtenikone in unzähligen Büros zwischen Berlin, Los Angeles, Tokio. Und sie ist ein Filmstar. Es vergeht kaum ein Tag, dass man sie nicht in irgendeiner Fernsehproduktion oder einem Kinofilm sieht. Im vorletzten James Bond zum Beispiel, in Skyfall, arbeitet M unter einer der vielen Tolomeo-Varianten. Aber erstmal von vorn. Die Tolomeo wurde 1986 vom italienischen Architekten Michele De Lucchi entworfen. Michele De Lucchi, Jahrgang 1951, kommt im Urlaub am Meer auf die grandiose Idee zu dieser Leuchte, die ihn dann weltberühmt machen sollte. Und diese Idee hatte ganz viel mit Funktion zu tun. Er beobachtete nämlich Fische, die ihre Netze an ihren Angeln mit Hilfe eines Flaschenzugs am Ende ihrer Routen leichter auswerfen und einholen konnten. Durch diese Art Hebel- und Seilzug etwas Schweres leichter bewegen zu können, leuchtete De Lucchi natürlich ein. Er machte Fotos und sich Notizen und entwarf nach diesem Prinzip ein Modell für eine Tischleuchte, die er dann dem Chef der Leuchtenfirma Artemide, Ernesto Cismondi, vorstellte. Es wurde ein Prototyp aus Aluminium mit Drahtseilzug gebaut, der die Lampenarme und den Schirm stufenlos bewegen sollte. Aber der Mechanismus funktionierte einfach nicht. Das hätte schon das Ende einer glorreichen Idee sein können. Dann kam aber Giancarlo Fassina, der damalige technische Direktor und Leiter der Entwicklungsabteilung von Artemide, auf die Idee, anstatt der Alurolle im Verbindungsgelenk eine aus Nylon einzubauen. Und schon klappte das System. 1987 wurde die erste Tolomeo auf den Markt gebracht. Und als Designer bestand Michele De Lucchi darauf, dass der wichtigste Impulsgeber, Giancarlo Fassina, ebenfalls als Mitentwerfer genannt wird. Das ist bis heute so. Das ist eine für De Lucchi typische Geste, denn er ist ein sehr freundlicher Mensch. Die Tolomeo feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag und hat mittlerweile sehr viele Gesichter. In der klassischen Tischleuchtenversion kostet sie um die 230 Euro. Es gibt sie aber auch als Hänge, als Wand und als Stehleuchte. Es gibt sie in Maxi- und Mini-Format. Es gibt sie in bunten Farben und es gibt sie in Gold. Ein wahrer Tausendsasser unter den Designklassikern. Aber egal in welcher Form, immer funktioniert sie über das mit der Zeit übrigens ebenfalls weiter perfektionierte Seilzugsystem. Und das unterscheidet die Tolomeo von anderen ähnlichen Schreibtischleuchten.